sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen im Endeffekt jetzt noch einmal kurz die Operationsmethode, wir müssen einmal umschalten bitte, eben darstellen, die wir gleich sehen müssen. Beim Hallux-Valgus, da brauche ich nicht groß drüber reden, geht es um eine Abweichung der Großzehen nach lateral, die Gelenkfunktion, die Kleinzehenbeteiligung, schmerzhafte Zoonositis, heute Exostose ist vorhanden in dem Bereich. Ja. Und es geht dann im Endeffekt, und das ist entscheidend, dass man sich mit den Winkeln im Bereich des Fußes beschäftigt. Man hat den Hallux-Valgus-Winkel, man hat den eben den Index und man hat den distalen Gelenkwinkel. Das sind untergeordnete Winkel. Der entscheidende Winkel in der Hallux-Valgus-Chirurgie ist der Intermetatarsalwinkel. Das ist also der Winkel zwischen dem Schaft im Bereich des MFK1 und im Bereich des MFK2. Und dieser ist entscheidend für die Frage, welche Operationsmethode man wählt. Ja, in der Norm ist er 6 bis 9 Grad und im Bereich der Hallux-Valgus-Chirurgie sehr erhöht. Ja, und der muss durch die Operation parallel geführt werden, dass der Fuß nachher und dementsprechend auch von außen so aussieht. Und je nachdem, wie groß der Winkel ist, kann man eine basisnahe, eine metaphysäre oder eine Subkapitalosteotomie eben anwenden. Das sind die drei unterschiedlichen Anlaufpunkte im Bereich des ersten Strahls des Fußes. Ja, die metaphysären Osteotomien ist die Ludwig-Osteotomie, die Scarf-Osteotomie als Beispiel genannt. Hier sind nochmal die Daten. Es ist nur erwähnt, alle Methoden im Bereich der Forschung, die sind relativ alt oder sehr alt. Diese können immer angewendet werden, weil, wie im Handwerk, es gibt unterschiedliche Methoden, was zu erreichen. Die Ludloff-Osteotomie ist eine reine Schlägosteotomie mit der Kompressionsschraube und dann wird geschwenkt. Die Schwenkung alleine führt auch dazu, dass die Einstellung des Längenindex ein bisschen erschwert ist bei der Ludloff-Osteotomie. Andererseits kann man auch gute klinische Ergebnisse mit erreichen. Im Bereich der Scarf-Osteotomie, das ist so eine doppel-Z-förmige Osteotomie, die aber schon viel, viel früher als bei den Ärzten im Altertum angewendet worden ist. Also alle alten Mäuer-Tempel wurden mit dieser Doppel-Osteotomie durchgeführt, die eben den Vorteil hatte, dass man keine Fixierung brauchte. Und wegen der Ähnlichkeit hier von dem Blitz, vom Jupiter, bei der römischen Religion, englischen Religion ist es eben Zeus und die Römer haben im Endeffekt danach nur von den Griechen so ein bisschen abgeguckt, muss man sagen, mit Jupiter, wird es Treti Jupiter, also so Eigenschaft des Jupiters genannt in dem Bereich. Hier das kurze Animationsvideo, die Doppel-Z-förmige Osteotomie mit der Lateralverschiebung und damit Aufhebung des Winkels und davon Fixierung und das entsprechende Operationsbild von unserem Weg. Ja, entsprechende Röntgenbilder, präoperativ bei diesem Patienten, der in beiden Stellen natürlich postoperativ, wo wir ihn schon operiert hatten. Anderes Beispiel, zuletzt noch eine zweite Kapsulanalysie gemacht in dem Bereich der zweiten Zehe. Die Chevron-Osteotomie, die wir gleich im Operationssaal sehen, ist auch eine Operationsmethode, die schon sehr alt ist. Sie ist anwendbar bei mittelalten Deformitäten und führt eben auch zu einer Lateralverschiebung im Bereich des Köpfens des LFK1. Hier sehen Sie den Hautschild mit dem entsprechenden Zugangsweg in dem Bereich hier. Und nachfolgend wird die Präparation durchgeführt, die Osteotomie ist schon durchgeführt. Hier ist das Köpfchen von dem MFK1. Und dann ist der entscheidende Schritt. Man muss eben sehen, in welche Richtung man die Osteotomie durchführt. Ob man etwas plantarisiert, dorsalisiert, ob man es vor etwas größer wird oder nachholt. In der Pull- und Push-Technik wird dann die Lateralisation durchgeführt, das Zeitwertverschieben des Köpfchens in dem Bereich. Man sieht das hier nochmal in einer Aufnahme mit dem Makroobjektiv von vorne eben aufgenommen, wie eben dieses Stückchen eben der Gewinn im Bereich der Winkel ist. Und anschließend kann man auch eine Rotation im Bereich des distalen Gelenkwinkels machen, um das dann eben auch autograf zu stellen. Muss aber nicht unbedingt sein und dafür die Fixierung mit dem operativen Ergebnis. Wenn man zu wenig verschiebt, ist das Rezidiv vorprogrammiert. Hier ein Beispiel, präoperativ, postoperativ mit der eingebrachten Schraube, klinische Bilder. In dem Bereich auch nochmal ein anderes Beispiel. Zum Ende des Vortrags, wenn man so einen Hallux-Valgus-Interferon-Geus hat, zusätzlich mit einer größeren Deformität, kann man unterschiedliche basisnahe Osteotomien machen, die öffnende, die zuklappende, die Runde, die Crescending oder auch eine Tarsometatarsalarthrodese in dem Bereich. Und das kombinieren, das tun wir auch relativ häufig bei uns in der Klinik, indem wir so eine Ekinosteotomie durchführen, indem wir dann dementsprechend auch hier vorne
den Winkel, der hier oben gemessen wird, mit dem unteren Winkel zwischen dem Grundphalanx und dem Metatarsalköpfchen parallel versuchen darzustellen. Und das ist die entsprechende Operationsmethode, das ist die Egenostotomie, wo ein Keil medial entnommen wird. Hier sehen Sie die beiden Schnitte, hier vorne wird die Zehe in dem Bereich und dann wird das so zugeklappt und auch dann mit der Schraube fixiert. Ja. Und über der Plattenostotomie ist hier etwas eine Osteotomie versorgt mit dem Osteopathie-Erlebnis. Ich kann zusammenfassen, ja, ich sollte ein bisschen Zeit rausholen, dass das geringste meiner Probleme immer viele Wege führen zum Ziel, welches Operationsverfahren eingesetzt ist, zweitrangig. Man muss sich aber immer um die Pathologie am Anfang kümmern und dann das entsprechend angepasste operative Vorgehen ermöglicht den Erfolg. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Erzählen Sie von dem Augen, wenn das alles so alt ist, was ist denn jetzt? Warum ist das denn besser geworden? Warum machen wir das denn? Das alles muss nicht unbedingt schlecht sein, Herr Professor. Ja, aber sind Sachen, die zwischendurch nicht unbedingt immer so gemacht wurden? Wenn Sie also die Handelsweise, die hat eine lange Geschichte, man versucht unterschiedliche Operationsmethoden immer wieder herauszufinden. Diese subkapitale Chevron-Osteotomie ist damals versucht worden. Dann hat man sie wieder verlangen, vergessen, weil die damaligen Schraubensysteme, Sie werden gleich im Operationssaal das Old-Conversion-Schraubensystem sehen, haben jetzt dazu geführt, dass die Patienten sofort belasten können, mit einem einfachen Belastungsverbandsschuh, das wie so eine Sandale ist. Und ich gehört habe, wenn man sich abgeguckt hat, die Wirbel da damals, dass irgendwie die Instrumente bzw. die Möglichkeiten der Fixierung viel anders geworden sind. Und die Ergebnisse, die man früher vielleicht nicht hatte, hat man die heute. Und okay, durch die Verbesserung, Verfeinerung der Methode und